Bla, nicht Blash. Blast. Jo, gibt's sogar MK4er. Also doppelt so schnell ging ich hier auf jeden Fall. Was ist mit Crushern? Ne, Sorting Facilities. Sorting Facilities gibt's auch 4er. Sind wir schon bei 3. Also es gibt noch eine Stufe höher. Und der hat auch 3 Slots für Geschwindigkeit und dergleichen. Das ist okay. Knackpunkt war allerdings der Crystallizer oben. Hat nur 2. Der Allcrush ist auch nur ein 2er, könnte auf 3 aufgemotzt werden. Und hat ebenfalls 2 Slots. Also für die nächsten 100 Folgen könnte das vielleicht hinhauen. Zusammen mit den Modulen, die jetzt hier auch nach und nach anfangen. Aber danach muss ich eventuell doch umbauen. Wobei in 100 Folgen sollten wir auch schon eine ordentliche Roboterarmee haben, dass dann solche Umbauaktionen wesentlich schneller gehen. Den copy-paste ich einfach die ganze Fabrik hier, lass es abreißen und setze es 10 cm weiter nach unten. Ah, bitteschön. Okay, Capacitor sind durch. Capacity Bonus. Das heißt, die Ärmchen können jetzt von Kisten oder Fabriken in andere Kisten oder Fabriken schneller legen. Also mehr legen auf einmal. Das ist sehr, sehr gut. Dann forsche ich jetzt erst einmal nichts mehr. Sondern lass die Metallplatten sich erholen. Wobei ich fast glaube, dass die Tränke selber gar nicht der Hauptverursacher für diese Knappheit gerade ist, sondern eher die Fließbänder und Ärmchen, weil die halt richtig viel Eisen verbrauchen. Also ich brauche für das Runtertransportieren noch mehr Untergrundpelze. Ich sag ja, ne? Ich habe jetzt schon mehrfach hier weggestibitzt und trotzdem baue ich einmal Untergrundpelz. Und zack ist das alle. Also die Kisten unbedingt überprüfen. Unten, dass da nicht zu viel produziert wird. Hier. Okay. Runter, da wieder hoch und hier lang. Jo. So, schon mal Ärmchen. Nein, das war genau falsch. Okay. Ja, und schon komme ich erstmal nicht mehr weiter. Aber idealerweise, ja, das beschränkt auf ein. Das reicht hoffentlich vorerst. Wofür bist du, Kiste? Du legst da rein, du nimmst von da, okay, machst du nicht und du machst da von da nach da, okay. Mitkommen. Und die zwei Fabriken reichen hier auch nicht. Und das ist alles noch nicht schnell genug. Und überhaupt gibt es viel zu tun. Das hier ist viel Zukunft, ne? Dieses Knubbelding, ja. Warum macht er da zwischendurch aus jetzt, ne? Hier konnte man jetzt einfach so einer setzen und beide werden rot, ne? Ja. Eine von den vielen schönen. Oh. Schon wieder vorbei? Eine von den schönen neuen, also neuen Anführungszeichen, Vanilla-Änderungen, die reingepatcht wurden. Das mit den Flüssigkeiten und den Rohren könnte inzwischen auch schon drin sein, aber ich traue mich jetzt nicht, die Vanilla-Version irgendwie aufzustocken oder auch in eine neue C-Block-Version oder
andere Untermods von dem C-Block, dass die manuell gepatcht werden. Das will ich lieber nicht machen. Momentan können wir gut spielen. Die Challenge ist dieselbe. Ich sollte dann hier erstmal weitermachen, bevor ich jetzt da noch irgendwas rummurkse und da ich das Spiel dann zu einfach mache oder kaputt mache oder ähnliches. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse. So, die gelben Fließbänder können hier rein. Dabei, das hier weiter runterzubringen. So, Holzbretter sind da. Die Holzbretter müssten jetzt hier unten hin. Da, so weit kommst du nicht, oder? Nee. Dann mach einfach einen kleinen Umweg. Wow. Mach einfach einen kleinen Umweg. Hier rüber. So, und dann bauen wir jetzt hier gelbe Ärmchen. Gelbe Ärmchen. Die brauchen die beiden Sachen von oben. Also so und so. Und das da. Von da nach da. Damit hätten wir jetzt gelbe Ärmchen. Gelbe Ärmchen braucht man für blaue Ärmchen. So, das kann auch mal hier alles blau gemacht werden. Gelbe Ärmchen brauchen wir für blaue Ärmchen. Also hier blaue Ärmchen. Ärmchen, um die Ärmchen zu beliefern. Und dann noch da. Gut. Und dazu noch grüne Chips. Das ist schon eher problematisch. Das heißt, wir müssten auf dieses Fließband hier auch noch grüne Chips bekommen, die niemals über sind. Ebenfalls eine Altlast, an der ich noch eine Weile knabbern werde, das hier zu eng gebaut zu haben. Wo hapert es hier? Und genau den gleichen Dinger wieder oben. Nee, das geht. Das geht, das geht, das geht. Hatte ich auch schon vor ein paar Folgen angemerkt. Sobald ich das hier alles ersetze durch eine einfachere Holzproduktion, sollten auch die Dinger schneller gehen. Und da ist gerade das Bottleneck. Ja, die warten alle hier, dass die tollen Bretter auftauchen. Die sind einfach zu lahm. Wo war ich bei? Achso, die grünen Chips von hier aus auf das Fließband dazu bekommen. Ich sehe hier oben einen Weg. Intelligentes Ärmchen, die wir auch demnächst unten herstellen werden. Und du nimmst bitte von da nach da oben nur grüne Chips. Die staunen sich? Das war jetzt wohl ein kurzfristiges Phänomen, oder? Nee, sind ein paar mehr. Komisch. So, grüne Chips sind jetzt auf dem Fließband, kommen damit an. Das heißt, wir können die jetzt auch nutzen, um die blauen Ärmchen herzustellen. Da.
Jetzt müsste nur noch dieses Fließband auch sinnvoll weiterlaufen. Das heißt, es wird mal umgemodelt. Dass es hier lang läuft. Und den kannst du einfach von da dir die Sache nehmen. Du brauchst, nächster Schritt wären lila Ärmchen. Die brauchen einfach nur das gleiche. Da. Ich breche mir mit der Symmetrie von oben. So. Dann kannst du von da nach da nehmen und noch da weitere Chips. Und damit hätten wir auch die Lärmchen. Okay, also gelb, blau, lila ist jetzt automatisiert. Wir müssen es nur noch rausbekommen. Und ordentlich zu sortieren. Also. Nicht auf ein Fließband, nee. Auf zwei Fließbänder. Bis nach da. Nee, ein vorher. Und ich habe nicht genug Ärmchen, um die Ärmchen auszusortieren. Weil kein Eisen mehr ankommt, weil die. Also gelbe Ärmchen, kommen bitte auf die untere Fließbandseite von oben nach da. Ihr seid komisch. So. Nach da unten. Von da oben. Ja, und du legst bitte nach oben. Das heißt. Nee, warte, andersrum. Du legst nach oben, du legst nach unten. Das heißt, wir haben gelb, blau und dann dich. Haben sie richtig ausgetobt hier mit den Ärmchen. So, du von drei nach drei oben. Also gelb, blau, lila, eventuell irgendwas anderes später noch. Die ultimativen. Hattet ihr jetzt schon erforscht? Nee, ne? Da, Ultimate Insider, die bräuchten, ach. Ja, die bräuchten einen Zugang mit zwei Fließbändern, weil es drei Sachen sind, die wir nicht hier unten haben. Also die wären unangenehm herzustellen, das müsste ich dann schauen, wie wir das reinbauen. Also es ginge, keine Frage, aber ist halt mehr. So, zwei. Zwei. Achso, doch gar nicht so anders wie wieder. Ja, passt, okay. Und dann brauchen wir intelligenten Ärmchen, die gerade hergestellt wurden. Und zwar, um da einen hinzustellen, da einen hinzustellen, da einen hinzustellen. Und jetzt drei Kisten. Blub, blub, blub. Und ja, drei Kisten. Das ist nicht für den Fließbänder, wo man immer das Neueste haben möchte. Weil ich möchte nicht bei jeder Frickelfabrik blaue Ärmchen hinsetzen, weil die ja doppelt so viel Strom verbrauchen. Mehr, dreimal so viel Strom verbrauchen. Also nee. Dich von da nach da, du nimmst bitte gelber Ärmchen. So. Du von links nach rechts direkt, ist okay. Nimmst bitte blaue Ärmchen. Beschränken auf ein Stack. Ein Stack jeweils sollte mehr als genug sein. Selbst für etwas größere Projekte. Und du von da nach rechts bitte lila Ärmchen. Und das sollte jetzt eigentlich so von alleine laufen, sobald endlich genug Eisen da ist. Und genug Eisen ist da, sobald sich das hier zu Ende gestaut hat. Stopf, 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 stopf. Topf. Gut. Also Automatisierung läuft weiter. Auch wenn das jetzt nichts wirklich Weltbewegendes war. Aber wir haben jetzt Fließbänder, wir haben Ärmchen. Ist ein Anfang. So. Ich
wollte die Module weitermachen. Ja. Dafür bräuchte ich erstmal wieder mehr Poles. Ich bräuchte Landfill. Da oben. Bräuchte Landfill, um die Insel zu erweitern. Und da muss ich ganz genau gucken, wie viel Platz wir für was veranschlagen und wie die ungefähre Ratio ist. Und der Platz hier nach oben wird reichen. Bis nach da. Ich wollte ja von Süden nach Norden, was normalerweise nicht so toll ist, weil nach Süden können wir halt einigermaßen beliebig expandieren, außer irgendwie Geruzunft ballert da was im Weg. Nach Norden allerdings kommt hier irgendwann was. Aber wir haben dann unten die Zwischenschritte. Mist. Speed. Die Dinger haben wir hier. Eine Reihe. Vielleicht auch zwei, wenn wir extra Platz lassen. Und dann kommt hier ja schon Speed Rule 0. Also 0 hier. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, also 4 Etagen. Dann sind wir durch. Also brauchen wir bei weitem nicht so viel Platz bis da nach oben. Ja, das ist gut, das ist gut. Kann schon mal das hier an Landfall hin. Landfall. Genau, an Landfall dahin werfen. Eventuell brauche ich auch gar nicht so viel mehr Platz. Machen wir mal hier so. Und hat mein Inventar noch Deck gefunden? Okay. Hier wollte ich, ne? Ja, das reicht schon. Okay, habe ich mir den weiten Weg zum nordmittigen Ende der Insel gespart? Und ja, das ist langsam ein Trip. Also jedes Mal, wenn ich ganz wieder nach oben dackel, dann bin ich so ein bisschen innerlich. Ja, weil es so lange dauert. Okay. Also, Schritt Nummer 1. Blieb. Module Case. Plastik und Alu in der ganz normalen Fabrik. Also setzen wir hier eine ganz normale Fabrik hin und sagen dem Ding Module Case. Bam. Dann brauchen wir ein Fließband für Alu und Plastik. Das ist kein Plastik. Das ist kein Plastik. Hier wäre Alu. Haben wir überhaupt Plastik? Oh. Das waren die anderen Bäume, oder? Oh, warte da. Hier doch, ja, genau, Plastik. Nee, probieren. Sauber. Da ist sehr gut. Also Plastik wäre hier. Das heißt, wir können das sogar direkt vor Ort hinpumpen. Und es da herstellen lassen. Da brauchen wir keinen weiteren Fließbandwust. Weil, wenn man sich das mal so anguckt, hier sind ja ein paar Fließbänder auf dem Inventar, auf dem Bildschirm. Das zu beschränken ist vielleicht keine so schlechte Idee. Oh, vielleicht auch richtig hinstellen. Zim, zim. Ja, das ist jetzt unpraktisch. Dann mach bitte hier eine Fabrik, die Plastik herstellt. Plastikball. Blub.
So, und da wirst du von oben befüttert mit Alu. Was ist Schritt Nummer 2? Schritt Nummer 2 wären die Dinger. Die brauchen schon deutlich mehr. Brauchen wir die Ferric Solution und brauch ein Fließband oben für Tin und Copper. Ich glaube, oben Fließband ist keine gute Idee. Ich mache lieber von der Seite hier für das. Und dann das andere kommt dann ebenfalls von hier, geht hier runter und befüllt dann das da. Und was mache ich, wenn ich mehr brauche? Wenn ich mehr von denen brauche, baue ich einfach hier nochmal eine hin und da nochmal eine hin. Wenn ich mehr von denen brauche, das da, das ist dann ein Problem mit dem Antransport von Osten. Also ich zeige mal ganz kurz für diejenigen, die sich das nicht so gut vorstellen können, wenn ich das so erkläre. Das ist meine Idee. Auf dem unteren Fließband würde jetzt Alu ankommen und das bis hierhin bringen und der benimmt sich das und das gut. Und hier drauf würden dann die Sachen für das ankommen, also Kupfer und Tin, das dann untergrundmäßig dahin gehen und dahin. Könnte sich das so nehmen. Ist so, soweit kein Problem. Es wird aber ein Problem, wenn ich das Ganze erweitern möchte. Dann... Ne? Also es geht. Sieht aber doof aus. Also ich müsste dann hier ein Ärmchen nehmen, das von da nach da liegt. Und hier ein Ärmchen hinlegen, das von da nach da nimmt. Geht. Ist okay. Aber hier drüben müsste ich dann auch rumtricksen. Dann müsste ich... sowas machen. Geht auch. Aber unschön. Ja, Alternative. Oben habe ich eben gerade gesagt, nee. Aber da unsere Ärmchen ja inzwischen doch recht weit kommen, ist oben vielleicht eine Möglichkeit.